Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Dev Diary, nämlich vom Monat Juli 2022. Und wir schauen uns jetzt mal an, wieso die Entwicklung von Prehistoric Kingdom vorangeht, denn da gibt es wieder einige Neuigkeiten. Als erstes haben wir den Steam Workshop, den wird es bald für Prehistoric Kingdom geben, was ziemlich cool ist. Da könnt ihr dann hier unten schon die Bilder sehen. Da kann man dann seine Baupläne zum Beispiel hochladen, wenn man zum Beispiel ein schönes Gebäude oder so gebaut hat. Oder auch ganze Karten, also wenn man einen Park gebaut hat, kann man auch diesen hier hochladen. Ähnlich wie bei Planet Sudan. Ja, hier kann man das nochmal sehen. Also so kann man dann zum Beispiel ein Objekt abspeichern. Das ist jetzt hier diese Viewing Gallery. Da kann man dann Namen eingeben und eine Beschreibung. Und dann können die Leute das halt so im Workshop finden, bewerten, runterladen und selber ausprobieren. Wäre natürlich auch irgendwo noch cool, wenn dann später auch noch irgendwie Mods da verfügbar wären, also im Workshop, dass man die Mods direkt über den Workshop installieren kann, weil über Nexus-Mods und sowas ist das immer ein bisschen umständlicher. Wenn das Ganze mit Mod-Unterstützung über einen Workshop läuft, ist es immer ganz cool, glaube ich aber momentan ehrlich gesagt noch nicht dran. Also ich glaube, das wird eher so dabei bleiben, dass man wirklich da nur die Blueprints und die Karten dann runterladen kann. Ist aber natürlich auch eine nice Sache, ne? Da kann man halt viel leichter seine gebauten Sachen mit der Community teilen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und als nächsten Punkt haben wir ein neues Dachset. Das Terracotta Roof Set. Ein sehr, sehr schönes Dach, wie ich finde. Sehr, sehr schönes Häuschen hier auch. Toller Stil. Gefällt mir. Und das kann man dann halt auch auswählen. Also hier kann man dann ganz gut auf dem Bild sehen, wie schnell man halt die Sachen anpassen kann mit den Farben. Da braucht man nicht immer groß was umbauen. Man kann da einfach irgendwie Farben austauschen und dann geht das ganz, ganz fix, hier ein anderes Dach einzubauen. Und das Gebäude sieht dann auch eigentlich komplett anders aus. Dann haben wir als nächstes eine neue Spezies, nämlich den Celidosaurus. Habe ich noch nie gehört, wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Sieht aber super interessant aus. Sieht für mich aus wie so eine Mischung aus einem Dryo und irgendwie einem Nodosaurus oder so. Vom Körper halt so ein bisschen dicker und gepanzert. Aber trotzdem so ein bisschen die Körperhaltung von einem Dryosaurus. Echt interessant. Und in dem Text steht auch noch, dass der wohl so ziegenähnliche Hörner hat. Und dann wahrscheinlich hier oben diese beiden Ansätze. Könnt mir vorstellen, dass der dann auch so Kopfstöße macht, wie zum Beispiel der Pachycephalosaurus. Ist auf jeden Fall echt interessant. Eine super spannende Mischung. Ich glaube, der ist auch relativ klein. Na, guck mal, da sehen wir nochmal den neuen Dilo. Hier ist dann der Celidosaurus, den Namen muss ich mich erstmal gewöhnen. Und das hier ist der Coelophysis. Falls ihr euch fragen solltet, wann die drei ins Spiel kommen, das wird mit dem nächsten Update der Fall sein, aber da ist noch kein genauer Termin bekannt. Also es wird nicht mehr so lange dauern, dann können wir auch diese drei Dinos in unseren Parks freilassen. Sehen interessant aus. Aber wir gehen direkt weiter. Es wird aktuell an so Tier-Infoschildern gearbeitet. Das heißt, dass man vor dem Gehege dann zum Beispiel ein Brachiosaurus-Schild aufstellen kann, wo dann der Name steht und ein paar Informationen über den Dinosaurier, wie man es halt auch schon von Planet Zoo zum Beispiel kennt, dass man halt das passende Tier auswählen kann und dann bekommen die Besucher ein paar Infos über diese Tiere, die halt in dem Gehege sind. Dann wird wohl ein neues Hauptmenü erstellt momentan mit irgendeiner 3D-Animation oder Grafik. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und die Gäste werden ein wenig überarbeitet. Also die werden sich dann ein bisschen mehr unterscheiden. Die kriegen neue Gesichter, neue Hautfarben und neue Haare. Außerdem kommen bald auch neue Tieranimationen. Die sehen doch schon mal ganz cool aus. Das ist jetzt hier ein Coelophysis, der sich kratzt und so ein bisschen auf den Boden reibt. Ja, sowas macht die Tiere natürlich viel lebendiger. Finde ich cool. Oh, hier steht auch noch, dass Säubern wichtig ist. Das heißt, die müssen sich auch reinigen. Okay. Ist ja cool. Und da haben wir da unter auch nochmal einen Rexy. Der reibt sich auch. Suhlt sich so richtig. Auch sehr süße Animation. Ja, sowas ist immer echt richtig cool. Und dann wird auch die Gäste-AI ein wenig überarbeitet und verbessert. Das heißt, dass die Gäste endlich mal ein bisschen klüger werden. Und dann zum Beispiel auch zu solchen Punkten gehen, die interessant sind, also solche Points of Interest,
Zum Beispiel diese Ferngläser, die man aufstellt, oder Shops, die man gebaut hat. Und diese benutzen die auch. Sehr interessant, das ist cool. Weil vorher sind die ja echt nur einfach stumpf durch den Park gelaufen. Und natürlich wird auch weiterhin an der Performance von dem Spiel gearbeitet. Das ist natürlich immer schön. Also die FPS müssen auf jeden Fall viel, viel besser werden bei dem Spiel noch. Aber eigentlich sieht man das bei jedem Devlog. Also das wissen die Entwickler, glaube ich, auch selber, dass die Performance unbedingt noch besser werden muss. Und ich finde, man merkt auch bei jedem Update, dass das Spiel besser läuft. Also da wird wirklich auch viel aktiv dran gearbeitet, was ich echt gut finde. Und jetzt haben wir zu guter Letzt sogar noch ein paar Community-Spotlights von schön gebauten Sachen. Aber wirklich ein tolles Gehege. Wally Mammoth. Toll gebaut. Das ist von Rain aus Discord. Kenne ich natürlich nicht. Aber wir schauen es uns trotzdem an. Auch interessant hier, dieser Aufweg für die Gäste ist cool. Dann hat man hier so eine Vogelvoyere. Hier dann wahrscheinlich in den Café. Auch sehr cool gemacht mit den ganzen Höhenunterschieden. Von Jolly. Und dann gibt es ja auch noch ein Video. Das will ich jetzt mal nicht anklicken. Das könnt ihr euch ja dann so angucken, denn ich werde diesen Devlog für euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Schaut euch den gerne nochmal an. Und ich hoffe, dieses kurze Infovideo hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.